Ja, das machen wir dann mal irgendwann. Aber ich brauche doch jetzt einfach nur einen fucking Schmied oder sowas. Aha, so sieht also die Welt aus. Das Schiff. Wenn es auch Wisch bestellt wird. Ja, wir müssen halt auch irgendwo mal Ressourcen sparen. Oh, gibt's hier nicht irgendwo einen Händler? Irgendwo. Hier, Entschuldigung. Haben Sie einen Händler gesehen? Blauer Palast. Müssen wir nicht sogar hier hin? Dann machen wir halt das zuerst, bevor wir zum Händler gehen. Guten Abend. Ich suche den verbotenen Flügel. Bitte unterbrecht das Gericht nicht. Wenn unnatürliche Magie herausdringt, da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee schicken, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft. Pelagisflügel. Jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ich habe erfahren, dass ihr Hilfe in der... Ich muss irgendwie in den Pelagius-Flügel kommen. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt... Der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht. Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Ja, genau. Außer der Pelagius-Flügel, ne? Ich bin der Vogt des Jahres. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart. Meinen beeilt euch. Fühlt euch am Hof von Einsamkeit willkommen. Ei. Wir sind hier überall. Guten Abend. Oh, hallo. Ich muss in den Pelagius-Flügel. Dafür würde ich Schwierigkeiten bekommen. Es ist nicht erlaubt. Und außerdem ist es dort unheimlich. Passt auf, wo ihr hintretet. Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen, um die Spinnen zu beseitigen. Falk hat mich gebeten, mir das mal anzusehen. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Wenn Erdi mich beim Plaudern erwischt, muss ich mir was anhören. Schlüssel. Wir haben Schlüssel. Gut. Gibt nämlich gar keine Geister. Je nach dem... deinem Meister suchen. Mal speichern. Noch etwas Tee, mein lieber Pelli?
Ach nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Scharfrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Wie unhöflich! Ist sich zu fein, einen alten Freund 1 oder 2 Jahrzehnte lang unterzubringen. Moment, wo sind wir hier? In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Mhm. Wie habt ihr da geredet? Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius, der Wahnsinnige, Kaiser von Tamriel, vor 400 Jahren? Nein? Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius' Erlass. Auf dem Sterbebett, und das war wirklich brillant, verbat er den Tod, ganz recht, der Tod geächtet. Mhm. Ich bringe euch eine Nachricht. Wirklich? Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher! Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ich soll euch aus eurem Urlaub zurückholen. Ach, wirklich? Von wem? Moment, sagt nichts. Ich will es erraten. War es Molag? Nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es, ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall? Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Ja. Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich weiß nur, dass euer Volk sehnsüchtig auf eure Rückkehr wartet. Oh, bitte, verzeiht! Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen, es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief... Langweilig! Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath, höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns. Und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Heißt das, dass sie geht oder nicht? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig. Ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Wo liegt der Haken? Ha! Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Nein. Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem III. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher... Kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Abgeschlossen. Suche in der Nacht und blablabla. Benutze das Wabajak, um Pelagius Geist zu entkommen.
Ich muss doch sehr bitten. Ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten und dann nicht. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Lebens. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütender. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Scheint da ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas verkleinern. Hä? Wunderbar. Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren. Bin ich jetzt hier fertig, ja? Gut. Gehen wir jetzt einfach mal zu meiner nächsten Aufgabe. Weißt du, dass du wie so ein Gildenmeister bist, ein Fable? Benutzt euren Stock. Benutzt euren Stock. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst. Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Schlechte Zeit zum Verlauf ausgesucht. Ihr braucht etwas? Ja, ihr müsst euch selbst wecken. Ja. Greift nicht mich an, oder? Doch, tut er. Eine gute Nachricht ist, Pelagius ist auf den Beinen. Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Was war das denn? Ja, werden wir wohl aus der Psyche dieses Pelagius, glaube ich, jemals wieder rauskommen? Bisher sieht es gut aus, aber wir werden es in der nächsten Folge sehen.